Super Ocean Heritage. Alt und neu. Am Stand von Breitling. Automatik 41. Sehr schöne Uhren, dezent. Und die Colt 44 für die stärkeren Handgelenke. Hier die Super Avengers Serie Chronomat. Sehr schön. Sehr technisch. Die wirken schon echt gut mit dem matt titanfarbenen Gehäuse. Hier eine krasse Mischung zwischen digital und analog. Der Aerospace Evo. Guck mal hier. Das ganze schöne Edelstahlgehäuse. Transocean Chronograph. Schön. Am Meshband. Das linke Zifferblatt ist je nach Lichteinfall blau oder schwarz. Kommt auf der Kamera leider gar nicht so rüber. Day-Date-Version. Super schön. Chrono Space Military. Sehr technisch. Die Emergency. Und die Cockpit. Navitimer Automatik in kleinen 38. Sehr schön. Navitimer Chronograph 41. Navitimer Chronograph 46. Die richtig großen Uhren. Und nochmal Navitimer Chronograph 43. Klassisches Fliegeruhrendesign. Unverkennbar eine Breitling. Navitimer Automatik Unitime 43. Und Automatik Daydate 41. Oh, die ist ja mal schick. Navitimer Automatik 41. Gefolgt vom Chronograph 43. Eine Breitling 8, Referenz 640. Mit großen 9 cm Durchmesser, eine Fliegeruhreninstrument. Und hier die Abwandlung in der Armbanduhr.
Navitimer 8 Chronograph 43 Black Steel und ohne Chronograph links die Automatik 41 Black Steel.